Wenn er hier unten auf der Erde in seinen Computer schaut, dann sieht er, was etwa 10 Kilometer über ihm passiert. Denn Andreas Zahn ist Atmosphärenforscher und sein Auftrag ist die Vermessung der Luft in dieser Höhe. Und zwar mit diesem Labor. Einmal im Monat macht es sich auf die Reise im Bauch eines Airbus, dem Klimawandel auf der Spur. Wir messen quasi wirklich mit diesem Labor den Klimawandel direkt. Und zwar sogar in der richtigen Höhe. Das heißt, in der sogenannten Tropopausenregion, das heißt der Übergang zwischen der Troposphäre, das ist die Schicht, wo das Wetter stattfindet, und der Stratosphäre darüber, in der die Ozonschicht ist. Und dort wird zum großen Teil tatsächlich dieser Treibhauseffekt generiert und nicht hier unten am Boden. 100 verschiedene Substanzen vermessen diese Instrumente während des Fluges, darunter Methan, Ozon oder auch CO2. Etwa 3% der menschengemachten Treibhausgase, also das CO2, werden durch den weltweiten Flugverkehr produziert. Das Hauptproblem für das Klima ist jedoch ein anderes. Das Problem ist, dass das Flugzeug in 10, 12 Kilometer Höhe fliegt, also dort, wo der Treibhauseffekt direkt gemacht wird, und dann nicht nur CO2 emittiert, sondern auch viele andere Substanzen. Substanzen heißt insbesondere Aerosolpartikel und Partikel, die dann zu Kondensstreifen führen. Und diese Kondensstreifen haben einen deutlich höheren Klimaeffekt wie das CO2. Kondensstreifen also. Sie entstehen, wenn der Wasserdampf aus den Triebwerken kondensiert und zu Eis gefriert. Dazu muss die umgebende Luft feucht und kalt genug sein. Eine langgezogene Eiswolke entsteht. Das Problem: Die Kondensstreifen legen sich wie eine Decke über den Himmel, die die angestaute Wärme der Erdoberfläche nicht entweichen lässt. Sie verstärken also den Treibhauseffekt, und das großflächig. Teilweise sollen bis zu 10% Europas unter solchen Eiswolken liegen. Das klingt nicht viel, aber es ist trotzdem ein signifikanter Effekt, insbesondere deswegen, weil alle Treibhausgase, die die verschiedenen Länder emittieren, sind ja reglementiert, aber der Ausstoß von Flugzeugen nicht. Innerhalb Europas müssen für das von Flugzeugen ausgestoßene CO2 seit einigen Jahren Wiedergutmachungen geleistet werden. Weltweit hat sich diese Praxis jedoch nicht durchsetzen können, da es sehr schwierig ist, die CO2-Ausstöße des internationalen Flugverkehrs einzelnen Ländern zuzuordnen. Und was beim CO2 bislang nicht klappt, wird bei Kondensstreifen nicht einfacher. Auch bei der Klimakonferenz in Katowice ist bei diesem Thema nicht mit einem Durchbruch zu rechnen. Dabei bestünde dringender Handlungsbedarf, nicht nur in der Luft. Wenn wir so weitermachen, haben wir Ende 2030, das heißt in den nächsten 20 Jahren quasi dieses Limit erreicht, und dann haben wir quasi schon diese 2 Grad erreicht. Ja. Das heißt eigentlich, da muss politisch natürlich sehr stark nachgearbeitet werden. Vor wenigen Tagen hat sich das fliegende Labor wieder auf den Weg gemacht. München, San Francisco, Shanghai. In wenigen Tagen werden also neue Testwerte vorliegen, neue Grundlagen für die Erforschung des Klimawandels. CO2 ist also das eine, die Kondensstreifen sind das andere. Und gegen beide Klimaschädlinge könnte angegangen werden, indem einfach weniger geflogen wird natürlich. Oder indem man überhaupt mal anfängt, Kerosin zu besteuern. Denn das Flugbenzin ist tatsächlich bislang steuerfrei. Mit günstigen Folgen für die Fluggesellschaften und für die Passagiere und ungünstigen Folgen für die Umwelt. Die Anzahl der Flugpassagiere in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Während es 2010 noch 190 Millionen Fluggäste pro Jahr gab, rechnet der Flughafenverband ADV im Jahr 2030 mit über 300 Millionen Fluggästen. Immer mehr Menschen fliegen, weil die Tickets seit Jahren günstiger werden. Unter anderem deshalb, weil der Staat kaum Steuern auf sie erhebt. Eine Mehrwertsteuer von 19% gibt es beispielsweise nur auf Inlandsflüge. Allerdings gehen 9 von 10 Flügen ins Ausland. Außerdem ist der Treibstoff für die Flüge in Deutschland steuerfrei. Im Vergleich dazu, für 1 Liter Benzin zahlt der Autofahrer über 65 Cent Steuern. Dadurch, dass es keine Kerosinsteuer gibt, lässt sich der Staat nach eigenen Angaben jährlich 570 Millionen Euro Steuern entgehen. Klimaschutzorganisationen fordern eine Kerosinsteuer, wie sie bereits in den Niederlanden und Norwegen auf Inlandsflügen existiert. Allerdings ist die Steuerfreiheit für Auslandsflüge in hunderten bilateralen Luftverkehrsverträgen verankert. Deshalb hätte eine Änderung im deutschen Steuerrecht keine Auswirkung auf internationale Flüge.
Matthias von Randow ist jetzt bei uns vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Lemke. Herr von Randow, also die Bahn zahlt Mineralölsteuer, Stromsteuer und Sie oder beziehungsweise die Fluggesellschaften keinen Cent auf Kerosin. Das ist ja nicht direkt fairer Wettbewerb, oder? Ja, eine Kerosinsteuer ist international nicht durchsetzbar. Die Staaten, die Regierungen halten die Steuerpolitik für nationale Kompetenz und da lassen sie sich auch überhaupt nicht reinreden. Das hat uns allerdings als Luftverkehrswirtschaft nicht davon abgehalten, eine Alternative vorzuschlagen, nämlich eine CO2-Abgabe. Und im Jahr 2016 ist es ja tatsächlich gelungen, mit der internationalen Staatengemeinschaft das auch zu beschließen. Ab 2020 werden wir das haben. Das gibt es für keinen anderen Sektor bisher. Okay, aber Sie haben gerade gesagt, das ist international nicht möglich. Also in Norwegen und in Irland ja offenbar schon. Und auch da ist jetzt der Flugverkehr noch immer am Laufen sozusagen. Es scheint also nicht ganz so schwer zu sein. Das sind Staaten, die keine Luftverkehrssteuer haben, wie wir sie in Deutschland haben. Ja, Sie haben eine Luftverkehrssteuer oder wir haben eine Luftverkehrssteuer. Die ist allerdings auch relativ gering. Wenn man sich zum Beispiel Großbritannien anguckt, da werden doppelt so viel erhoben. Und zwar immer auf das Ticket, auf die einzelne Flugreise berechnet. Das ist also nicht wirklich viel dafür, dass Sie zum Beispiel auch keine Ökosteuer zahlen bis jetzt. Nationale Maßnahmen für den internationalen Luftverkehr bringen klimapolitisch ja leider gar nichts, weil sie lediglich dazu führen, dass es nicht zu einer CO2-Reduktion kommt, sondern zu einer CO2-Verschiebung. Dann fliegen andere Fluggesellschaften diesen Verkehr ab und das bringt klimapolitisch ja überhaupt nichts. Aber wenn wir deswegen braucht es international abgestimmte Maßnahmen und das ist ein Riesenfortschritt, dass wir ab 2020 tatsächlich eine internationale Abgabe haben werden. Das haben wir unterstützt. Gut, reden wir über heute, reden wir über die Inlandsflüge, reden wir über die Alternative, nämlich die Bahn. Ich habe mal geguckt, wenn ich jetzt einfach im Sonnenschein meines Daseins beschließen würde, in einer Stunde nach Frankfurt zu wollen, dann würde ich Stand jetzt für ein Ticket 49 Euro zahlen bei der Lufthansa, für den Zug aber 120 Euro. Ist das wirklich verantwortungsvolle Preispolitik bei einer Fortbewegungsmittel, das so umweltschädlich ist wie das Fliegen? Preise bilden sich ja am Markt und die Verkehrspolitik, übrigens international, hat ja ganz unterschiedliche Formen gefunden, wie sich Verkehrsträger finanzieren. Und im Luftverkehr läuft es eben über Entgelte und Abgaben und Gebühren. Und im Eisenbahnverkehr ist es ja beispielsweise so, dass dort der Staat massiv in den Ausbau der Schienenwege investiert mit Steuergeldern und auch den kompletten inländischen Nahverkehr komplett aus Steuermitteln finanziert. Und von daher kann man sagen, das gibt es ja im Luftverkehr überhaupt nicht. Dort funktioniert die Finanzierung eben über andere Instrumente. Und die sind so ausgerichtet, dass sie für den Luftverkehr passen. Okay, die CO2-Abgabe kommt also. Matthias von Randow, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Eine andere Möglichkeit, CO2-Emissionen zu senken, kam da jetzt gar nicht zur Sprache. Wir Verbraucher steigen einfach aus. Wir verzichten aufs Flugzeug. Gerade in Schweden ganz groß. Ich bleibe auf dem Boden. Jörg Stanna på marken heißt die nun ja Bewegung, könnte man schon sagen, in der prominente Sportler und Politiker erklären, dass sie sich ausschließlich mit Bahn und Fähre bewegen wollen. Das Phänomen dahinter hat auch einen tollen Namen, zu Deutsch die Scham zu fliegen. Johan Folkesson gehört zu den Schweden, die sich offen zu Flügskam bekennen, also zu einer Scham, das Flugzeug zu nutzen. Der Architekt und Familienvater aus Göteborg macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Kinder. Deshalb versucht er, soweit es geht, auf das Fliegen zu verzichten. Angefangen hat es bei ihnen zu Hause mit privaten Flugreisen. Das war in erster Linie ein Familienbeschluss, den wir zuerst getroffen haben. Und dann dachte ich, dass es auf gewisse Weise etwas heuchlerisch wäre, für die Arbeit weiterzufliegen. Johann ist früher regelmäßig von Göteborg nach Stockholm geflogen. Das sind hin und zurück knapp 1000 Kilometer. Heute nimmt er stattdessen die Bahn. So wie er verzichten immer mehr Schweden auf den Flieger. Auch Emma Sund gehört zu ihnen. Sie ist eine der bekanntesten Bloggerinnen Stockholms und Mutter von zwei kleinen Kindern. Nach der Veröffentlichung des letzten Weltklimareports Anfang Oktober entschied sie sich, einen virtuellen Klimaclub zu gründen. Heute, zwei Monate später, hat der Club schon mehr als 20.000 Mitglieder. Wir Menschen sind Herdentiere. Wenn ich übers Wochenende nach New York reise, dann werden viele meiner Follower das genauso tun. Deshalb habe ich mich entschieden, mit dem Fliegen aufzuhören, weil ich die Folgen für das Klima nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Aber der Umstieg auf den Zug ist nicht immer einfach, gerade bei Fernreisen. Und wenn man dann noch mit der ganzen Familie fahren möchte, wird es schnell kompliziert. Das wissen Susanne Ehlforsch und Andreas Siedquist nur zu gut. Auch sie fliegen privat nicht mehr und haben die Facebook-Gruppe Ferien mit dem Zug gegründet. Mit 30.000 Mitgliedern im Rücken betreiben sie die Seite mittlerweile im Hauptberuf. Wir wollen Zugreisen und Urlaub mit dem Zug populärer machen. Ein Problem ist, dass viele Leute, die umsteigen wollen, nicht wissen, wie man gerade bei Fahrten ins Ausland ein Ticket buchen soll. Der Ticketverkauf ist häufig viel zu kompliziert. Das muss einfacher werden. Johann kennt das Problem, aber er will seinen persönlichen Flugboykott auch im nächsten Jahr fortsetzen. Sein Motto ist ziemlich einfach. Solange es geht und solange es nicht zu viel Zeit mit meiner Familie kostet. Mit dem Zug ist er pro Strecke eine gute halbe Stunde länger unterwegs als im Flugzeug. Für ihn ist das okay. Ein größeres Abenteuer wird der nächste Urlaub im Frühjahr. Dann soll es mit der ganzen Familie von Schweden nach Italien gehen. Mit dem Zug mehr als 2000 Kilometer quer durch Europa.